Hallo meine Lieben, willkommen zurück bei Let It Cook. Leider ist bei der Aufzählung des nächsten Videos etwas schief gegangen. Heute gibt es einen Waldorfsalat und wir haben den aber schon verarbeitet. Das ganze Video ist fertig und er sagt, er kann die eine Datei nicht lesen. Deswegen müssen wir euch leider bitten, das Video euch so anzuschauen. Was ihr dafür braucht, steht natürlich unten drunter in der Beschreibungsbox oder rechts daneben. Schaut einfach mal. Jetzt viel Spaß beim Video und gutes Gelingen. Als erstes mache ich die Soße. Ein sehr frisches Eigelb reingeben, ja. Dann ein bisschen Senf. Ihr seht, das ist eigentlich kaum wahrnehmbar, weil ich will den Geschmack eigentlich so gut wie gar nicht haben. Es ist nur so eine ganz leichte Schärfe, die ich im Hintergrund haben will. Ja? Also so ganz, ganz bisschen davon. Dann den Ahornsirup. Bisschen Zitronensaft. Da habe ich jetzt noch so eine alte Zitrone. Deswegen mache ich die jetzt so durch die Hand durch, damit ich mir gleich die Kerne auffange. Okay. Jetzt eine kleine Prise Salz. Bisschen Pfeffer. Ich habe es ja schon am Anfang gesagt, das ist so ein Gericht der 80er Jahre, ja, Waldorfsalat. Mann, ich habe das noch in der Lehre gehabt. 95 habe ich Lehre gemacht, da war das Prüfungsgericht. Ja. Also ich kenne es noch sehr gut. Die Leute kennen es nicht mehr so gut. Es ist irgendwie so ein bisschen von der Bildfläche verschwunden. Aber wenn man das selber frisch macht, schmeckt es echt richtig, richtig geil. Ich sag's euch. So, jetzt rühren wir das hier zusammen. Senf und Ei sollten sich gut vermengt haben. In dem Moment, wo sich das gut vermengt hat, ihr könnt es auch in einem Mixbehälter machen und mit einem Pürierstab reingehen. Ich mache es beim Waldorfsalat lieber mit dem Schneebesen, weil ich finde, da wird es ein bisschen cremiger, als wenn man mit dem Pürierstab reingeht. Ja. Und jetzt geben wir da langsam nach und nach das Öl dazu und ziehen uns hier wie so eine kleine, leichte Mayonnaise rauf, ja. Sozusagen. Okay. Das meinte ich damit, wenn ihr mit dem Pürierstab reingeht, wird es halt bei der Menge Öl sehr, sehr fest werden. Ja, so ist es halt jetzt schon richtig schön cremig. Jetzt machen wir es flüssig mit einem Schuss Sahne. Ihr könnt auch, wenn ihr eine leichtere Variante haben wollt, könnt ihr einfach einen Schuss Sauerrahm nehmen. Ja, das geht auch wunderbar. Jetzt, geh mal her. Die Mandoline, ihr kennt sie vielleicht schon. Die Mandoline ohne Handschutz. Schauen wir mal, wie ich das hier ins Bild reinbekomme. So vielleicht. Bitte zu Hause nicht machen, was ich hier mache. Das letzte Stück spare ich mir. Den Rest mache ich jetzt schnell mit dem Messer. Einfach immer so einen Stapel hinlegen und dann fein runterschneiden. Ihr könnt es natürlich auch, wenn ihr so eine Mandoline oder so einen V-Hobel habt, dann gibt es die manchmal mit so Einsätzen, ja? Dass ihr sozusagen gleich so Stifte bekommt. Ist natürlich noch praktischer. Mit der Hand wird es ein Hauch feiner manchmal, ja, aber ist jetzt auch nicht unbedingt notwendig. Wer so ein fantastisches Let It Cook Messer haben will, der schaut mal hier oben auf den Link drauf. Okay, machen wir dasselbe mit dem säuerlichen Apfel hier. Ich habe leider keinen Bosskopf gekriegt. Ich nehme am liebsten Bosskopf. Aber der hat nicht immer Saison. Kann ich ja schon mal zur Soße geben. Ihr könnt, das kommt ein bisschen drauf an, wie ihr das mögt. Ich mag das ganz gerne, wenn der noch ein bisschen knusprig ist, sage ich ganz gerne. Dieser Sellerie, dann direkt in die Soße. Wenn ihr ihn ein bisschen weicher haben wollt, davor in die Schüssel ein bisschen einsalzen, kurz warten, dann wird er ein bisschen weicher. Aber das ist reine Geschmackssache, ja? Jetzt noch die Äpfel in feine Streifen. Ihr müsst übrigens die Äpfel auch nicht schälen. Ja? Das habe ich jetzt gemacht. Aber wenn ihr da ein bisschen Farbe drin haben wollt, ein bisschen Rot noch drin haben wollt, dann wascht ihr den Apfel gescheit ab. Da sind auch die meisten Vitamine drin in der Schale. Aber ich finde es halt ganz cool, wenn der Salat so ganz, ganz hell daherkommt, weil es halt so klassisch ist. Ja? Manchmal bin ich halt so ein bisschen oldschool. Auch das haben wir geschafft. Als nächstes nehmen wir den Stangensellerie. Den schneide ich hinten und vorne ein bisschen ab. Ja. Und dann sind am Stangensellerie immer gern so Fäden dran. Ja. Da schneidet ihr nicht ganz durch und zieht diese Fäden einfach weg. Weil wenn man den roh isst, den Stangensellerie, dann können die so ein bisschen unangenehm in den Zähnen hängen. Das wollen wir nicht. Deswegen ziehen wir diese Fäden da raus. Das ist einfach viel angenehmer, den dann roh zu essen. Immer wenn ihr Stangensellerie verarbeitet, einfach die Fäden ziehen. Ist zwar ein bisschen nervig, aber dafür schmeckt es einfach viel besser. Auch das
Zeug. Könnt ihr wirklich alles immer in die Brühen schmeißen. Das ist alles Geschmack. Nichts weggeben. Und jetzt den Stangensellerie so schräg wie möglich halt auch noch in feine Scheibchen schneiden. Ich schneide es mal Scheibe für Scheibe. Ist vielleicht leichter. Schaut halt, dass ihr das auch dünn macht. Ja? Klassisch kommt da glaube ich nicht rein. Ich glaube klassisch ist er nur aus Knollensellerie gemacht. Aber ich finde einfach Stangensellerie roh wahnsinnig lecker. Das ist auch so eine Geschmackssache. Das muss man mögen. Okay. Wenn ihr es nicht mögt, dann einfach weglassen. Wobei, wenn ihr kein Sellerie mögt, dann wird das wahrscheinlich jetzt eh nicht euer Leibgericht werden, fürchte ich. Einmal nochmal drüber hacken. Und das jetzt alles hier dazugeben. Ich habe euch jetzt eine klassische Variante gemacht. Ich habe das beim letzten Mal mit ein bisschen Maracuja-Kernen gemacht. Einfach zwei Maracuja dazu gemacht. Das war auch sehr, sehr lecker. Habe ich jetzt heute mal nicht gemacht. Jetzt einfach noch die Walnüsse runterhacken. Die habe ich ein bisschen geröstet, einfach in der Pfanne. Trocken. Dann duften die so ein bisschen besser. Und schmecken natürlich auch ein kleines bisschen besser. Auch die dazu. Okay, und jetzt nur noch vermischen. Ich würde in meinem Leben übrigens keinen Löffel nehmen. Das mache ich jetzt auch nicht. Meine Hände sind gut gewaschen. Ich finde gerade, wenn man sowas so fein geschnitten hat, da muss man schauen, dass sich das alles vermischt. Mit dem Löffel hat man einfach kein Gefühl. Jetzt könnt ihr den auch noch so ein bisschen zerdrücken, ja, dass er so ein bisschen feiner wird. Jetzt einfach ein bisschen stehen lassen, so eine Viertelstunde, 20 Minuten, bevor man anrichten. Und dann probieren wir gleich. Okay, meine Lieben, er hat gut durchgezogen. Es ist übrigens überhaupt kein Problem, wenn ihr den vorbereitet, schon am Nachmittag macht und dann bis abends durchziehen lasst im Kühlschrank. Das ist gar kein Problem. Macht es nur ein bisschen vorher raus, dass er nicht ganz kühlschrankkalt ist. Mag ich nicht so gerne. Der darf schon so Zimmertemperatur haben. Jetzt richten wir hier eine schöne Portion an. Ich mache noch ein bisschen schön fürs Foto, dass man auch sieht, was wir da haben. Ich kann jetzt noch ein paar frisch gehackte Walnüsse drüber machen. Außerdem schmeckt es einfach super. Da macht es hier noch ein, zwei von diesen Blättchen drauf. Ein bisschen Pfeffer. Und was ich noch sehr gerne mag, passt natürlich jetzt nicht unbedingt 100% zum klassischen Rezept, aber das ist so ein ganz alter Balsamico. Wer mich kennt, der kennt ihn auch schon. Ja, das ist einfach was ganz, was Feines. Keinen normalen Essig da jetzt drüber machen. Ja, wenn ihr so einen feinen Balsamico habt, dann könnt ihr da ein paar Tropfen noch drüber machen als Deko. Aber sonst spart es euch einfach. Probieren. Was soll ich sagen? Ich habe ihn ja schon probiert beim Abschmecken. Gerade natürlich müsst ihr das immer selber machen. Ja, ihr müsst selber noch ein bisschen Salz, Zitronensaft nachgeben, wenn das noch ein bisschen was braucht. Ja, das passt natürlich nicht immer aufs auf Anhieb, aber wenn ich da 20 Mal nachschmecke, das muss ich euch ja nicht in der Kamera zeigen. Aber ich zeige euch noch mein leckeres Genussgesicht, wenn ihr wollt. Einfach ein sauleckerer Salat. Lasst ein Like da, ein Abo, erzählt euren Freunden. Kommt nächsten Samstag wieder. Ja, schaut euch brav alle Videos an. Wir sehen uns nächste Woche. Macht's gut. Ciao. Servus.